Guck mal, The Miz, ja? Undertaker, Tyson Kidd, Vince McMahon, Tyson Kidd, Zack Ryder, wen haben wir noch? Triple H, Wade Barrett, Sheamus, Sin Cara, Ryback. Immer noch, wer ist das? Wer ist Steve Lombardi? Fußballer. Nein. Steve Lombardi. Steve Lombardi. Was für einen Charakter hat er damals in den frühen 90ern? Ja. Ne? War das hier unser Freund Ultimate Warrior? Boah, nee, Alter. Nein, nicht Ultimate Warrior. Schade. Ultimate Dragon. Ha, ha, ha. Steve Lombardi. Du. Ist eigentlich fast unfair, mich nach den frühen 90ern zu fragen. Ne, keine Ahnung. The Brooklyn Brawler. Echt? Yep. Was hast du für Wissen über Wrestling? Damit habe ich noch gar nicht gelebt. Was hältst du davon? YouTube, ja. Entschuldigt das nicht. Da du schon seit 300 Jahren auf dieser Welt lebst. 300 also, Jahre, 25, Bob, 25. Ja, ja, 25 sagen sie alle und dann sind sie doch schwanger und zwar 4,5. Alter. So. Nee, du bist alt. Nenn mich nicht alt. Oida. Vierter Ringrichter. Ja, da hast du ja auch zwei Shows. Ja. Was man so beobachtet. Es gibt kaum noch was. Es gibt da noch vielleicht noch 3-4 Mannequins, die übrig sind. Überhaupt, ja, nur Rosa Mendes. Ja, und die Dieven halt. Ja. Das ist aber auch nicht mehr wirklich. Du könntest auch da welche nehmen? So ist es nicht. Ich. Was bin ich? Ja, toll, nehme ich Camaro. Ich hab die ganzen Dieven, weißt du? Ja, gut. Ja, natürlich kriegst du die ganzen Dieven. Derek Eklund, ich nehme mich selber. Na, kann man nicht, geht nicht, machen wir nicht. Hat auch keinen Sinn. Nee. Ich will kämpfen am Ende. Nee, er kämpft nicht. Super. Color-Kommentator. Color, ja. Color-Kommentator. Ach, komm her. Die Spanier. Die Mexikaner. Ja. Ah ja, das ist der Mexikaner. Die Kameran. Tja. Das ist eigentlich gut Roster so zusammengeschustert irgendwie, ja doch. Noch Naomi. Deine. Ja, dann mal schon. Haben wir noch was? Ich bin gerade am Durchgucken, es sieht da ja, draus. Haben wir noch. Sonst noch was außer den Ross? Da haben wir noch der. Ah, gut, das bin ich. Ja. Sonst haben wir nichts mehr. Also krieg ich noch hier Ross. Ja, dann nimmst du den Trotz und den nimm Naomi. Und du kriegst noch Naomi und dann sind wir durch. Dann sind wir fertig, ja, dann können wir eine Pause machen. Jo, finally! Fast 2 Stunden jetzt. Ja. Eineinhalb sind es ungefähr. So, Naomi. Jo. So, jetzt gucken wir mal durch, ob wir noch irgendwas vergessen haben. Da, haben wir noch einen. Ach, das bin ich, okay. Unsere. Ja. Das sind wir. Aha, Referee. Gott, Zapata. Schau mal, was haben wir noch? Kannst du nehmen. Ich habe 4 Stück. Ja, ist doch der Ringrichter. Den kannst du haben. So, damit sind wir durch, Ladies and Gentlemen. Jo. So, ja, genau. Dann, heißt es dann gleich, gucke, was wir weitermachen, ne? Also, eben. Bis dann. Ein kurzes Päuschen, bis dann. So, da sind wir auch schon wieder. Jo. Mit unserem lustigen Spiel hier, TEW 2013. Total Extreme Wrestling. Ludi hier gegen Wombat. Das bin ich. Richtig. Wir spielen WWE SmackDown vs. Raw. Boah, ja, im Endeffekt. In den letzten paar Aufnahmen habt ihr ja gesehen, dass wir uns wild durch den Roster gebettelt haben. Die Superstars rausgesucht haben, die Ringrichter, die Road Agents und was es so alles gibt. Und die Kommentatoren und die Announcer und die ganzen anderen Spacken. Und die Titel und die Diven, die alle du bekommen hast und sonstiges. Also wir können jetzt wirklich ans Aufmachen der Veranstaltungen gehen. Noch nicht ganz.
Noch nicht ganz? Nein, wir müssen nämlich noch die Announcer hinzu, also, ne? Auswählen. Jo. Ist ein Argument, lass ich gelten. Jo, da fangen so. Wir das doch mal ganz an, für Events. Ach du Kacke. Tja, wer hat jetzt wen gehabt, ne? Ja, ne? Ja. Ah, oh, mit Raw hier. Alright. Ja gut, ganz klar, da muss ganz rechts musst du noch mit Striker hin und dann hast du Raw. Ja. Und dann willst du das so beibehalten? Jo, das wird auch... Dann mach ich mit Striker hin und dann hast du Raw. Das wird auch für die Veranstaltung der Fall sein. Gut. Bei mir. Dann, also wenn wir gemeinsame Veranstaltungen haben, dann setzt du bei mir Jerry Lawler rein. Dann muss ich jetzt erstmal bei mir ganz kurz gucken. In meinem, Tja, wen hat er gehabt? Brand SmackDown, und zwar als Rolle, Status, Non-Wrestler. So. Ich hatte Joey Styles, Jim Ross. Und JBL. Und JBL. Wo auch immer der ist. Ja, bitte mal. Gar nicht aufgelistet. Das war ja Eddie Status. Da ist er. Okay, er ist dabei. JBL. Da war halt John Layfield und der John Cena. Ja, yeah, Color Kommentator und SmackDown Brand, genau. Genau. Ach ja, der ist ein Retired Wrestler. Genau, deswegen. Yep. Alles klar. Falls to retired. WrestleMania 25, ja. Mhm. So, dann Raw haben wir gemacht, dann muss ich mal SmackDown machen. Dann nehme ich natürlich ganz klar Jerry the King, Jerry Neuer. Nee, Jim Ross. Jim Ross. Klick. Josh Matthews. Jim Ross. Als Announcer. Joey Styles. Und JBL. Jo. Michael Cole, der kam ja noch bei mir mit rum. Genau, das ist jetzt meins. Was wir noch für die anderen Shows hier? Superstars. Oh, wie nehmen wir denn? Da können wir nämlich alle nehmen. Ui, da, Superstar, ja gut, da reicht dann beide einen reinklatschen, oder? Ja, also mindestens ein Announcer und zwei Color-Kommentatoren brauchen wir schon. Wen haben wir denn hier als Announcer? Oh, ja, Carlos. Ja, gut. Okay, ja gut, dann Jim Ross. Gut. Ja, nehmen wir Jim Ross. Als Color-Kommentator. Ja, kannst du im Endeffekt Matt Striker kannst du auch einsetzen. Okay. Und mach mal hier Scott Staple. Oder wen gibt's denn noch? Ach, der ist Announcer. Ja, Color Kommentatoren haben. Striker, doppelt. Hey Matt. Color Kommentatoren. Ah, mach mal. Boah, das ist natürlich auch eine Gruppierung hier für die Superstars. Ja, das ist egal. Tja, ja. Ich hatte Main Event, ne? Dort ist die Morning Slam. Morning Slam, da... da reichen Michael Cohen und Matt Striker. Okay. Da reichen die beiden. Okay, für mein Main Event... Joey Styles. Und John Layfield, das reicht auch. So. Ja, der Joey Styles geht alleine genug ab. Ja. War schon immer so eine. So, dann haben wir das gemacht. Raw Brand. Smackdown. Fast. Events. Das sind da für die Pay-Per-Views. Da fahren wir schwere Geschütze auf, oder? Jim Ross, Jerry Lawler. Aber klar. Hallo. Und? Mich würdest du nochmal umbringen, wenn es nur die zwei wären? Ja, oh, reicht eigentlich doch. Immer nur die zwei. So. Ach, hier müssen wir noch Raw Brand Announcers und so. Na gut. Wir sollen bei dir bei Raw nochmal. Weil wir sind hier bei dir bei der TV-Show. Michael Cole, Jerry Lawler mit Striker, machen wir es doch gleich so. Eben. Mal
Cole. Matt Striker. Safe. Und bei SmackDown, wen hab ich? John Ross, Joey Styles, John Reedfield. JJ, die drei J's. Na, stimmt. So. Dann haben wir das auch. Egal. So. Alles klar. So, wir haben keine Storylines, die müssen wir dann auch noch machen. So, Superstars. Die, das buchen wir eh nur so, ne? Zusammengewürfelt. Also Jojo, da. Da ist. Gut. Ah, was haben wir? Brauchen wir denn noch? Product, Titles, Teams, Stables. Haben wir da welche? Ah ja, gut, die sind ja alle zusammen. Ja, BNB und Shield. Dann passt's ja. Da haben wir uns ja schön aufgeteilt. Nochmal Creative Meeting, John Cena. Randy Orton. Nochmal BNB. Ja, guck doch mal, ja, da 98, 98. Und, ah, da, komm. Aha. Next Big Thing, Cody Rhodes, Zack Ryder. Ja, Cody Rhodes ganz oben. CM Punk ist der beste. Ja. Ja, CM Punk plus Jericho, Triple H, 3 von 5. Showstoppers. Tja, auch meine ist oben. Wingtoners, Daniel Bryan, Chris Jericho, Dolph, Brock, Lesnar. Echt? Kribbel. Sheamus, ja. Celtic Warrior, Primo, das ist deiner. Sheamus. Yay. Okay, Time Decline, das sind die Leute, die schon etwas älter sind, die langsam zu alt werden für den Spann. Chris Jericho. 42, Undertaker 48, Big Show 41, Kane yeah. 46, R-Truth, was ist das schon? 41? Jo. Schande. 41, 23 Jahre dabei. Was? Ja, ja. Hidden. Das sind dann die Leute, die jetzt hier. Die auch hinter den Kulissen, wie sie schaffen. Nee, Hidden Champs, in den Hidden Champs sind so versteckte Diamanten, so, hey, die könntest du dir mal angucken, die wären nicht schlecht. Okay. Genau. Oder. Haben wir genug jetzt? Schauen wir mal Roster. Gucken wir mal Overview. Nee. Ideal Roster. Passt. So. Muss man noch gucken, weil ein paar hatten keine Bilder. Das müssen wir ändern. Das sieht nicht kacke aus. Da Cody Rhodes hatte keins. Warum auch immer? Ja, warum auch immer. Cody Rhodes, da. Mit der Maske. Da. Da mit seinem mächtigen Schnauze. Schon, select, save. Und was haben wir noch? Machen wir das eigentlich auch richtig, wenn der zum Beispiel Champion wäre, dass man das Bild endet, dass er dann der Champion über die Schulter kriegt? Wenn es welche gibt. Ja, Cody Rhodes zum Beispiel hat jetzt welche gehabt für den Intercontinental Champion. Ja. Den habe ich allerdings nicht. Oh, denn Batista! Oh. Batista! 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 Scheiße, dass es den nicht mehr gibt, ey. Das war mein Lieblingswrestler. David. Botanga, da. Dave Batista. Naja. Also. Bei mir kehrt er zurück und nimmt The Rock den WWE Champion-Titel ab. So. Naja. Fandango. Wie ist der Kurt Hawkins, glaube ich. Wie ist der? Fandango. Nee. Fernando. Finlay. Kein Fernando. Ah, wie heißt jetzt? Warte mal, da müssen wir mal ganz kurz cheaten. Wir sind sofort wieder da. So, da sind wir wieder. Jetzt wissen wir auch, wer es ist. Jody Curtis. Ja. Aber da gibt es kein Bild für. Also müssen wir weitermachen. Wurscht. Jo. Naja. Er ist an deinem Brand, also so ist es schlimm. Das ist schlimm dann, ne? Das ist scheißegal. Ah ja. Natürlich, ist dein.
Ja. Gibt Minuspunkte bei der Bewertung. Blas mit Schuhe auf. Ah, guck mal. Hardcore Legend. Bang Bang! Ah, Senkada hatte keine Picture. Echt? Sande. Also doch schon. Was haben wir denn? Blau? Gold? Ach komm, nimm den aktuellen, nimm den rote. Okay. So, Senkada. Ah ja, das war Tensei. Ende auch gleich mal den Namen. Sweetie. Territory, okay, dann war das A-Train. Kann natürlich auch sein, dass er da noch mit Lord Tensei drin steht. Oh, Tori Wilson. Frost, Lord Tensei, ha, du hast Lord recht. Lord Tensei, ha, Cory, gut, ich bin. Über den hier. Safe. So, Tori Wilson. Rage! Echt jetzt? Der hat kein Bild? Nee. Schau mal, ob er unter Hahaha ist. Nein. Oder ha 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 ha. Paul Virgil, Paul Heyman, Paul London. Nein. Dann ist er wahrscheinlich auch der Triple da. Haben wir schon. Oh Gott, der Junge. Ach, Schande. So sieht er jetzt aus. Jo. Sieht aber voll aus wie so ein Manager. Ja, ja. Und noch Steph Coulter. Guck ob es doch ein Bild davon müsste sogar geben. Den Namen. Mann, wie heißt du denn nochmal? So, Leute. Alter Ego. Ah, Dutch Mantel. Genau, das war der Kerl. Dutch Mantel. Dutch Mantel. Echt? Yeah. Der lebt doch schon seit 60 Jahren in der WWE. Ja, so ziemlich. So, weil wir jetzt nichts anderes haben. So, Dutch Mantel. Fertig. So, jetzt haben wir alle ein Bild. Aha. So. Development, was hat denn NXT? Oh! Voll die. Axana, Alex Riley. Billy Gunn. Bill DeMaul. Voll gepackt mit Wrestlern hier. Es geht nach. Na, ist ja übel. Josh Matthew. Josh Matthew? Ja, Ricky Steamboat. Joey Matthews, echt? Mann. Oh. Oh Mann. Ricky Steamboat. Ja, der trainiert aber. Der alte Sack lebt noch. William Regal, genauso. Ja, der macht der Kommentator da unten und trainiert. Ah ja, und Yoshitatsu. Ja, ja, den haben sie auch runtergeschickt. Hunico, den ja auch. Da haben wir dann, da ist auch Mason Ryan dabei. Ja. Ja. Was, der als NXT? Ah ja. Aber Michael McGiddy, da ist auch Michael McGiddy dabei. Tatsache. Tatsache. Na gut, lassen wir noch ein bisschen da unten. Ja, aber Husky Harris haben sie rausgeschmissen, ne? Ja, ja. Vielleicht hat er auch einen anderen Namen mittlerweile. Percy Watson, echt jetzt? Showtime Percy Watson. Becca Knox. Naja, da sind schon ein paar gute Leute dabei. Ein paar, die auch Namen haben. Ja, Summer Rae. Das war doch die, die am beim letzten Raw mit Jericho getanzt hat. Yep. Nee, Fandango. Mit Fandango. Jericho. Ja, genau, Summer Rae, genau. So ein Jahr? Dass die mit 28 jetzt rein? So alt. So echt, dass sie mit 28 anfangen zu wrestlen? Also ich glaube, du darfst zum Thema alt nichts sagen. Nein, Alter. Stopp. Du bist der Alte. Leb damit. Ach, die paar Jahrzehnte da. So, okay, also dann fangen wir mal an. Mit Booking, glaube ich. Da haben wir alles Titles, das haben wir dort. Backstage passt auch alles, oder? Ja, 100%. Das ist schon mal sehr gut. Kein Alkohol, keine Drogen, aber rauchen dürfen sie. Das war ja klar. Ja. Naja, so. da ich CM Punk habe, er ist ja der Straight Edge Superstar. Obwohl, das hat er eigentlich auch schon lange nicht mehr gesagt, ne? Nee, aber gut, das ist ja nicht so schlimm. Nee, ist er nicht, das ist mittlerweile Geschichte.